Nur zur Erholung. Der heutige Job ist die Rahmenerholung. Da ist eine Importfirma, die jede Menge Luxusgüter aus der ganzen Welt ins Land bringt. Gestern ist wieder eine Schiffsladung vor dem Zeug im Hafen angekommen. Und ein paar Dinge auf der Liste würden mir schon gefallen. Was haben die, was wir nicht haben, Boss? Naja, ich habe lange keine ordentliche Zigarre mehr geraucht. Und die haben fast eine Tonne davon. Zigarren? Ja, Zigarren. Was ist daran so seltsam? Die Kunden in unseren Nachtclubs möchten gute Qualitätszigarren rauchen. Aber die sind teuer und schwer zu beschaffen. Wenn wir jetzt eine Wagenladung der besten Zigarren bekommen, verdienen wir damit so viel wie bei einem Banküberfall. Was? Oh mein Gott, bringt mir einfach eine Wagenladung. Pauli, erklär es ihnen. Okay. Hör zu. Pauli, was zum Teufel geht hier vor? Woher zum Teufel soll ich das wissen, Tommy? Wir müssen einfach nur einen LKW mit teuren Zigarren schnappen. Der Don will sie haben und wir kriegen ihn dafür. Also müssen wir sie beschaffen. Scheint mir nur ein zu kleiner Fisch für ihn. Vergiss es, Tom. Die Zigarren, die wir stehlen sollen, sind in Kisten verpackt am Hafen. Wir brauchen nur einen LKW, mit dem wir zum Hafen fahren. Und dann müssen wir da rein. Wie sollen wir vorgehen? Die Wache am Hafen ist jetzt ein wenig schärfer als zu Morellos Zeiten. Stimmt genau. Die harte Tour läuft nicht. Also ziehen wir das ganz cool durch. Wir schnappen uns einen der LKWs, während er Güter durch die Stadt transportiert. Auf ihren LKWs steht in großer Schrift Atlantic Import. Wir warten einfach, bis einer aus dem Hafen kommt. Dem folgen wir zu einem ruhigen Örtchen ohne Bullen und versperren ihm den Weg. Mit ein paar Schüssen in die Luft holen wir den Fahrer raus. Sobald wir seine Papiere haben, kann einer von uns in den Hafen hinein. Und wir legen den armen Kerl um? Nee, das macht zu viel Ärger. Wir holen ihn aus dem Wagen und nehmen ihm alles ab, was er bei sich hat. Du fährst mit dem LKW zum Hafen, Tommy. Dort belädst du ihn mit den Zigarrenkisten und wir treffen uns an der verabredeten Stelle. Ich lade sie alleine auf, lade sie alleine ab und rauche vielleicht eine oder zwei. Und was macht ihr? Wir warten ein Stück vom Hafen entfernt an der verabredeten Stelle. Und wenn dich jemand verfolgt, dann kümmern wir uns um ihn. Dann bringst du den LKW zum Übergabepunkt. Ja, okay. Und woran erkenne ich diese Kisten? Auf den Kisten steht der Schriftzug Scorsese Import Export. Und die verabredete Stelle? Wir fahren hin, ich zeig's euch. Ja, wir fahren zuerst dahin und dann holen wir uns den LKW. Na dann los. So, klingt ja, es könnte eigentlich nicht schief gehen, oder? Ich will jetzt nicht reden. So nicht. Na, Alki? Wir trinken nach der Sperrstunde einen zusammen. Du bist der Beste im ganzen Spiel, Kollege. Hier, was? Ja, mein Leichenwagen verkauft. Alter, Ralfi, ne. Bin noch da, oder? Ja. Ich dachte schon. Das hat aber Ärger gegeben, mein Freund. Hier, hallo? Was ist los? Hi, Jungs. Ich habe hier was für euch. Heute mal was ganz Besonderes. Ah, den. Cool. Das fährt er die ganze Obrigkeit. Sieht echt gut aus. So kommt ihr am besten rein. Aha. Okay, sieht er ganz einfach aus. Ja, okay, sieht leicht aus. Danke, Ralfi. Gern geschehen. So, dann müssen wir aber einen aussortieren, ne? Bolt Model B Vorder. Ja, den würde ich sagen, den sortieren wir mal aus. Können wir den da behalten, als Viertürer. So, Ralfi, ich hab da was. Bolt Model B Vorder. Eichener können wir auch gleich rausschmeißen. Und da haben wir dann Platz. So, war das? Ralfi hat das gezeigt. Okay, gut. Okay, einfach. Danke, Ralfi.
So, fahren wir die Stücke vor und dann gehen wir uns die Waffen mal holen. Da dürfte nämlich, glaube ich, auch richtig gehen. Ja, gut motorisiert. So. Moin. Da, trappel nicht so. Hey Jungs, was darf's denn sein? Gib Tom Schläge und Knalle und uns zwei Thompsons. Okay. Ja, danke. Danke, Vincenzo. Schön, schön. Komm, wir haben nicht viel Zeit. Wollte halt pünktlich zum Essen zu Hause sein. Komm rein mit dir. Nur zur Erholung. Der zieht echt gut. Alter. Meine Güte, wow. Austesten hier. Oh, krass. Alter. Der zieht er einfach durch, ja. Ich hab Vorfahrt. Hier hat alles angefangen. Also fast. Ja, oder? Müsste eigentlich die Stelle sein. Ja, dankeschön. So, zack. Na, in den Hof rein. Ja. Noch ein Stück. Professor? Müssen schon drin anhalten. Da kommt Leute. Wollen wir vielleicht selber aussteigen? Okay, okay. Hier ist es. Perfekt. Wo wir alle zusammen sind, wollte ich euch was fragen. Was ist denn, Pauli? Naja, ich möchte ein kleines Ding drehen und könnte euch dazu brauchen. Ach wirklich? Was für ein Ding? Eigentlich ist es ja ein großes Ding. Allein schaffe ich es nicht und ihr seid meine Freunde. Ich meine, naja, ihr wisst schon. Und Salieri? Weiß er davon? Nein, er weiß nichts. Und er muss auch nichts davon erfahren. Er hat doch schon genug Kohle, oder nicht? Also, worum geht's dabei? Ja, ich habe mir diese Bank angeschaut. Was? Was? Ganz ruhig bleiben. Die Bank ist nicht sehr sicher, nur eine kleine Filiale. Am Monatsende haben die immer einen Haufen Bares im Safe. Damit könnten wir reich werden, wenn alles klappt. Oder wir sind alle tot. Was ist denn los mit dir? Außerdem haben wir genug Geld. Quatsch, uns geht's nicht schlecht, aber wir sind auch nicht reich. Ich habe kein Haus im Villenviertel. Und wenn ich ein paar Wochen nicht arbeite, kann ich nicht mal die Miete bezahlen.
Weiß nicht, ob das ein guter Plan ist, Polly. Was meinst du, Sam? Ohne mich. Die Familie bedeutet mir wirklich was. Na gut, ihr habt wahrscheinlich recht. Vergesst's. Ich hab nur mal laut gedacht. Oh, Polly. Okay, gut. Okay, es ist soweit. Ich mach mich mal bereit. Bin gleich zurück. Tom, wir müssen zum Hafen. Oh, ich glaube nicht, dass Salieri davon nicht erfahren wird. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich befürchte fast, dass wir uns um das Problem kümmern müssen. Das will ich nicht. Polly haben echt eine Menge durchgemacht. Ich hoffe, es bleibt bei der Idee. Er versucht sich um die Tat umzusetzen. Oh. Das könnte schief gehen. Gut, aber erstmal kümmern wir uns um den Job hier. Salieri möchte ein paar Zigarren. Salieri kriegt ein paar Zigarren. Eieiei. Also immer. Immer der Bahn nach. Hier lang bitte, danke. Wie du die ohne ab, ich bin hier vorbei, Kollege. So. Hier unten lang und dann sind wir schon da. Hinten war ich ja noch nie, oder? Also zumindest jetzt nicht während dieses Let's Plays. Wir müssen rein, ja. Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. So, ich hab vergessen, was draufstehen muss. Kamera mal dreht hier. So, mal gucken. Bei Atlantic Export müsste doch sein, oder? Das ist auch markiert auf der Genehmigung. Okay. So, aber wo ist denn eine ruhige Stelle? Hier auf jeden Fall nicht. Warten wir noch ein Stückchen, naja. Vielleicht fährt er irgendwo eine kleine Gasse rein. Wenn er hier abbiegt, wäre perfekt. Aber natürlich nicht, wäre langweilig. Ich habe das Gefühl, dass es genau diese Straße so in Mafia 2 gibt. Kann das sein? Ist das dieselbe Stadt? Ist das Lost Heaven? Mafia 2? Weiß es gar nicht. Ja, perfekt. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht, warum du hier reinfahren solltest. Und das ist übrigens ein Polizist. Gib die Papiere her, dann passiert dir auch nichts. Hallo, Kollege. Was habe ich dir denn getan? Ich habe hier nichts. Ich treffe Sam und warte. Was ist denn der Blödsinn hier? Den nicht. Nee, ich war sein. Blödsinn. Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann.
Sehr merkwürdig. Na, wo bleibt er denn? Willkommen hier? Kamerad, wo bleibt er denn? Der steht doch schon da. Hallo. Wir reden später an der Bar. Waffen dran? Irgendwie fährt der LKW nicht los, oder? Kann das sein? Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Jetzt bewegt er sich. Der war verpackt. Kriegt gerade Papiere. So. Dann folgen wir dem mal. Ich weiß eigentlich schon, wo ich will, ne? Na gut, ich weiß nicht, wie viel Abstand ich haben darf. Deswegen fahren wir erstmal ein Stück hinterher. Guten Tag. Was soll mir nichts aufhören? Sag ihn dir, wir brauchen. Nein, na, komm schon, Spiel. Ja. Geht in der Sekunde weiter. Den einen Screenshot hier hochladen, den wir vorhin gemacht haben. Spielen. Mit dem schon wieder in der Fahrt. Jetzt warten wir hier auf einen LKW, folgen ihm, überholen ihn an einer ruhigen Stelle und bedienen uns dann. Eine Idee.
2 Polizisten. Ja, das klappt also nicht. Du müsstest dich dann einfach vorbei. Komm, steig ein! Schnell genug Summe, ja. Ja, kommt keine Zeit für dich, mein Freund. Wollen wir hier reindrängen? Danke. Wahrscheinlich schon überholen kann. So. Sie haben mein Auto geklaut. Sag ihn dir, wir brauchen die Papiere. Gib die Papiere her, dann passiert dir auch nichts. Was habe ich dir denn getan? Ich habe hier nichts. Töte mich nicht, ich habe... Das war wirklich nicht nötig. Ich treffe Sam und warte dann auf dich. So, hoffen wir mal, das klappt jetzt. Haben wir nicht vorgestellt, dass das jetzt so einfach läuft, ne? Ist auch erstaunlich, die LKWs, die ziehen auch ziemlich gut. Spätestens wenn wir auf dem Geteerten fahren, merkt man das schon. Das ist schon nie ohne. Boah, da war ein Polizist. Yep. Ui. So. Schauen wir mal. Ja, hier, bitte. Hey, was machst du da? Du musst erst ausladen, bevor du eine neue Ladung kriegst. Du darfst hier nicht rein. Echt jetzt? Dann schmeißen wir den Müll mal einfach auf den Parkplatz, oder? Kriege ich jetzt die Kisten? So. Lege ich die wieder hin? Diese Steuerung, ne? Ja, Scharfschützenmodus hatte ich doch vor eine Tasse gegeben. Mit also was war jetzt? Waffe abgeben. Klappt. So, wir herschmeißen den Müll. Braucht doch keiner.
Einfach hier hinschmeißen. Schon keinem auffallen, oder? Oder stört das jemanden? Nö, nö. Man kann ruhig schon mal Parkplatz als Müllhalde benutzen. Oben schön. Kann sich jemand anders nehmen. Will ich einsteigen? Irgendwo eine Rampe oder so? Ne. Kommen dann die blöden Kisten in der Mitte. Was machst du? Bringt er? Mit E. So, wo wir mal? Ich glaube, wo war. Ah, noch geht. Da liegt er wieder ins Auto. Boah, muss erst runter, wirklich. Naja. Gut, gucken wir mal, ob das jetzt klappt. So, bitteschön. Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ja, ja, bitteschön. LKW ist auch leer. Hä? Hab doch Papiere oder nicht? Stopp, kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Ihre Papiere, zeigen Sie mir Ihre Papiere. Du darfst hier nicht rein. Hä? Das vielleicht. Hä? Muss ich den vielleicht noch durchsuchen? Oder ist doof? Komm nochmal schnell zurück. Oh, Mann, 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 Mann. Man kann sich so umständlich machen, ne? Staunt sich die Trams, warum auch immer. Penner! Yeah. Ist ja Penner! Liegt aus unergründlichen, aus unerfindlichen Gründen liegt hier ein Toter. Wir wissen nicht warum. Wir gucken mal in seine Tasche. Ah, oh, Mann. Wie überflüssig. So, wir fahren nochmal hinten lang. Ich glaube, da vorne sind ein paar, die ein bisschen sauer auf uns sind. Weil eigentlich, wo der vor uns reingerannt ist, so fährt eigentlich der LKW rein. Wenn er da reinfährt, muss man erst alle erledigen. Das ist nicht so toll. Deswegen haben wir den versucht, so schnell wie es geht anzuhalten. Man sitzt ja, rennt ja auch sofort hin, der andere, der eine kommt auch sofort rausgerannt, also. Ist schon so gedacht eigentlich.
Was ist denn da? Total unkonzentriert, ja. So, ihr, ja, bitteschön. Jetzt passt alles, hoffe ich. Danke. Großes Importkiste. Das ist die Frage, wo die sind, ne? Ich vermute fast da drüben am Zug. Man könnte mal anhalten und mal zu Fuß gucken. Passt einer auf. Irgendwie nicht der Meinung, die sind hier im Zug. Aber sieht nicht so aus. Gibt's keine Kisten? Nee. Schön, wenn man hier rumlaufen kann, ne? Ohne dass ja. Kann man nicht auf einen geschossen wird. Schon ganz angenehm. Vielleicht hier, hier kann man ja auch rein. Das sind gar nicht dieselben Grafikfehler wie ich in der Aufnahme, ja. Und dieses Texturen flackern. Aber ich bin froh, dass das Spiel überhaupt läuft, ehrlich gesagt. Bei vielen funktioniert es leider nicht. Ja. Das ist Whisky. Kanadischer Whisky. Meine Fresse, hier ist aber ganz schön was los, ey. Was haben wir hier Schönes? Irgendwelche Kisten und wieder kanadischen Whisky. Schon müssen wir. Was sind wir denn unsere Kisten, ey? Ja. Stimmt ja am anderen Ende irgendwo. Die müssen doch hier irgendwo sein. Der guckt so böse. Ja. Ich hab keine Ahnung. Die Halle ist auch offen. Haben wir denn hier vielleicht ein paar Kisten? Hier ist nur Holz. Wo sind unsere Kisten?
Da Kisten drauf? Ja, das ist auch Holz. Ja, das ist so unhöflich. Ich hab keine Ahnung. Da habe ich ja schon geguckt. Ja, vielleicht irgendwas aufmachen? Nee. Blöden Kisten müssen da ja irgendwo sein. Ja. Gerade ein bisschen ratlos. Oh, da geht's Treppen hoch. Da geht's die Treppen hoch. Guten Tag. Na gut. Dann nicht. Da auch die Treppen hoch? Ne. Ja, wir fahren mit dem Laster ein bisschen rum. Hä, hey, aber wo sind... Wo sind die blöden Kisten? Hä, sind die für uns? Also ja, wieso? Dann lade ich nochmal. Der Hafen. Keine Ahnung, was wir jetzt hatten. Aber wo stehen unsere Kisten? Der Sandhalle. Was ist hier drin? Oh, lol. Ja, okay. So, fahren wir mal einen LKW an die Rampe. Was tut er da? So, Spiel an der Hafen. Aber wir wissen jetzt, was ist. So. Müssen wir gleich ranfahren hier. Gut, sollte ja klappen.
Russet, Import, Export. Das sind die, die wir brauchen. Weg, klappt doch. Moin. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ja, geht klar. Mach ich. Die blöde Frage, muss ich das wirklich machen? Reicht das, wenn ich mir schnell einen LKW vollpacke? Hupst du ja so rum? So, mal schauen. So, zack. Dankeschön, bitte. Zack. Da haben wir es gleich geschafft hier. Beeilen, bevor der vom Scheißhaus wiederkommt. Ah ja, dann noch. Oh. Damit hin. Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache! Wir haben hier einen Eindringling! Wache! Wow! Scheiße! Okay, das heißt, wir müssen die Kisten wirklich wegschaffen. Was der von uns wollte. Oder müssen wir uns mehr beeilen? Oder wir hauen ihm einen mit dem Baseballschläger über. Das müssen wir mal probieren. Was will er jetzt von uns? Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ah, Mann. Scheiße. Warum kann ich dem nicht eine überziehen, wenn er aufs Klo geht? Ja, freut mich. So. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ja, mach ich. Die Kiste. Ich habe die 2 angespielt. Aber die 3 ist eine Katastrophe.
Die 2 war eigentlich auch schon eine Katastrophe. Da haben sie auch viel zu viel versprochen, was sie nicht halten konnten. Was dann maßlos enttäuscht hat, einfach in dem Moment. 2 ist ein gutes Spiel, ich weiß, aber... bei den Versprechen, die sie gemacht haben und das, was sie am Ende geliefert haben, war das einfach nicht... nicht besonders schön. Ja, und die 3 ist eine Nummer für sich. Spieltechnisch, also... ja, schon übelste Katastrophe. Ja, es sind definitiv keine schlechten Spiele, aber die 3 ist halt von der Umsetzung her echt nicht toll. Wo willst du damit hin? Diese Kisten fasst niemand an. Du kamst mir doch gleich verdächtig vor. Wache! Halt die Klappe! Wache! Boah, nicht! Doch! Okay, das war's. Was mich bei der 3 nicht stört, ist nicht die Grafik oder so, sondern die Tatsache, dass wenn ich so ein Open-World-Spiel spiele, ich mache mal alles, was ich sehe. Ja, ich mache das wild durcheinander. Und Mafia 3, die haben da nicht weit genug mitgedacht. Man muss dann für die Story Sachen machen, die man schon lange erledigt hat. Und so passiert das dann, dass du Sachen zigmal doppelt machst. Und das versaut das ganze Late Game. Du hast dann überhaupt nichts mehr zu tun eigentlich, machst aber alles nochmal, nur damit du das Gebiet freischaltest. Und da habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Moin. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ja, na gut, mit Star Wars und gerade dem Battlefront 2 kann ich nicht viel anfangen. Habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Komm, nimm Kiste. Ja, das ist normal. Ja, ich hoffe, das reicht. Darf ich jetzt einfach raus? Bitte, danke. Ich muss was vergessen haben. Oh, echt jetzt? Soll ich diese blöden 3 Kisten auch noch einladen? Alter.
Wie mache ich das jetzt, ohne dass er mich erwischt? Ja. Soll ich das jetzt echt machen? Oh. Alle? Alter, da wär schon nie fertig. Na gut. Wir müssen runter in die Abfertigungshalle. Also gut, packen wir es an, Jungs. Das ist Eigentlich könnte ich mir da gleich die Kisten aufs Auto laden, oder? Dann hätte ich jetzt nichts dagegen, oder? Das geht nicht, da steht der Kollege noch davor. Ich darf die Kisten nicht anfassen. Nehmen wir mal an, wenn wir das ja gemacht haben, würde er woanders hingehen. Zumindest wenn wir den Müll ja alleine schleppen. Räumen die meine Kisten auf? Na praktisch. Komm schon, Leute. Okay, die Zelle ist drauf, kann ich nicht mehr hochheben. Ah. So. Ich kann die mit der rechten Maustaste ablegen, okay. Guckst du so, ey? Bist du nervös oder was? Oh, dankeschön. Kommt schneller, Jungs. Ihr habt nicht einen ganzen Tag Zeit. Ach komm, Spiel! Wirf die Knarre weg und kämpf! Eine Klappe! Oh, dieses Spiel! Bitte machen das jetzt alles nochmal!
Ist ja zum Glück gar nicht nervig. Genau, ich muss die Kisten hier stehlen, wo ich in den LKW ranfahre. Und die darf ich aber nicht nehmen. Ach, jetzt habe ich die Waffe gezogen. Ja, komm, lauf schon rum, Kollege. Wo willst du hin? Warum stehst du hier faul rum? Wir brauchen heute jede verfügbare Arbeitskraft. Bring diese Kisten runter in die Abfertigungshalle. Ich gehe mal aufs Klo und bis ich zurückkomme, hast du das erledigt? Ja, Chef. Ja. Machen wir mal erst die Kisten weg. Oh Mann. Hey Jungs, was kann ich für dich tun, Kumpel? Jungs, diese Kisten hier müssen runter in die Abfertigungshalle. Und Bewegung. Gut, packen wir es an, Jungs. Kann ich denn nicht ablegen? Mais muss einfach hin. Oh Mann. Das aber auch so viele sein müssen, ey. Ja, das in dem Punkt Mafia ist da komplett gnadenlos. Ich bin schon froh, dass diese zwei Helfer hier rumlaufen. Weißen so, zack. Jetzt verstehe ich das. Wenn ich die Kiste hier vorschmeiße, sammelt er die ein und legt die wieder hin. Oh. Das ist eigentlich klappen. Deswegen sind meine Kisten dann immer auf einmal gestapelt. Zack. Müsste der eine von denen mitnehmen. Jawohl. Aha. Zack, hier, bitteschön. Da ist auch schon wieder fertig mit Scheißen. Ja, Kollege. Na gut, geht auch von mir aus. Schön. So, was will der jetzt von uns? Gut, aber wirf sie
sie nicht rum wie Dreck. Hey, Jungs. Was kann ich für dich tun, Kumpel? Ah, nichts. Dann lass mich in Ruhe. Nicht so unhöflich. So, wo geht der jetzt hin? Komm ich jetzt an die Kiste ran oder nicht? Jetzt stellt er sich wieder her, ja? Chef, die Jungs am Zug brauchen ihre Hilfe. Wir haben ein paar Probleme. Hab ich's doch gewusst. Kaum kehrt man ihnen den Rücken zu, hauen sie alle ab. Tschüssi. Will mir jetzt wieder helfen? Jetzt mal ausprobieren. Ach, scheiße. Kann natürlich sein, dass ich Scheiße gemacht habe jetzt. Ich den ganzen Blödsinn kleine Mama, hä? Ist er das schon? Oder ne? Weißt du, in welche Richtung der jetzt kommt? Sieht ja gut aus. Da kommt ein Auto. Da was von uns. Komm schon. Echt jetzt? Das ist irgendwie scheiße. Wollt ihr Augen zu, Kollege? Augen zu. Dankeschön. Oh, warte, Kollege. Oh, warte, warte, warte. Los. Oh, kannst du Augen wieder aufmachen. Tschüss. So, wie, dass ich jetzt einfach rauskomme. Als das, was hier angegeben ist. Ja, passiert. Tschüss. So, wo müssen wir hin? Dahinter. Sollte Pauline hier eigentlich hier irgendwo mit dem Auto stehen und mir helfen? War das nicht so? War das nicht so angedacht? Hey, wo ist er?
Schwabern. Boah, also die drei Autos hinter uns, ja? Was denn du? Ja. Von mir aus. Ich scheine ja nicht mal hinter uns her zu sein. Ah, jetzt müssen wir wieder rüber. Oh, komplett auf die andere Seite. Oh Mann. Kann sich nur um Stunden handeln? Oh Scheiße, ich glaube, ich hätte ihm helfen sollen. Ja, der verreckt das gerade. Immer noch einer hinter uns her. Du, komm, ich muss hier durch. Danke. Jetzt scheint keiner mehr hinter uns her zu sein. Komisch. Alter, was auch mal dem fährst. Lagerhaus müsste ja dann mehr oder weniger immer geradeaus sein. Mann. Tempolimit, ey. Genau, da hinten. Wo die Bahn fährt, da müsste das Lagerhaus ja sein. Und hier fährt eigentlich irgendeiner von den zweien bei uns mit, kann man nicht sehen, ne? Warum darf ich hier nicht geradeaus? Was soll das? Naja, wollen wir hoffen, dass das klappt jetzt alles. Dass das nicht noch in die Hose geht hier mit den blöden Kisten.
Uiuiui. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch was passiert. War doch noch nicht alles. Das war doch zu einfach. Zu wenig Tote. Mal einfach vergessen. Muss ich nochmal zurückfahren? Ich jetzt? Okay, wir lassen den aber hier. An den Grünen da vorne, bleib mal stehen. Bleib nicht stehen. Da geht auch. Ich nehm den. Finger weg von meinem Wagen. Ja, komm, gib her. Ja, dafür kann ich nicht. Hallo? Ah, das war's ja wohl selber. Boah, fahren wir den ganzen Weg jetzt zurück, ey. Echt jetzt? Ist ja gar nicht nervig. Also die blöde Baustelle, ja. Ein Polizisten vor der Nase. Na, spitze. Darf doch mal, dankeschön. Alles im Tempolimit. Wenn wir ja nicht vor die Karre gelegen. Das Polizeiauto ist dagegen gefahren. 100 Pro über den Haufen gefahren. Nett. Wir sind mal vorbei. Dankeschön. Boah, die Karre ist leider leer. Was denn da Blödsinn? Stehen bleiben. Keine Zeit. Ja, hier runter am besten.
gucken, wo das jetzt genau war. In Hoffnung, da rennt die irgendwo in der Weltgeschichte rum. Ja, also hier sind die Kollegen schon mal. Nee, wir haben irgendwie jemanden vergessen. Der Laster steht schon am Ziel. Aber ich glaube, wir müssen da jemanden einsammeln. Bin praktisch schon wieder zurück. Was war denn das jetzt? Ich glaube hier hinten. Kommst du mit oder bist du verbuggt, mein Freund? Bitte, darf ich nochmal fahren? Mit? Jawohl. Perfekt. Keine Bewegung. Keine Zeit, aber... Guten Tag. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Ja. Hey, kein Problem. Hier ist das Geld. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Sind das die Wunder, dass so abgeranzter... Könnte mit abgeranzten Klamotten. Ja, fahren um! Oh, schade. Na gut. Die abgeranzten Klamotten, die in der Karre sitzt. Na gut. Prima, dankeschön. Nimm mal vorbei. Dudut. So, den ganzen blöden Weg nochmal. Naja. Gucken, wie weit war. Ohne Tempomat kommen. Und ist irgendwo ein Polizeiauto? In der Seitengasse. Als ob das in echt jemand hören würde, wenn die...
Auf der Straße stehen und halt Polizei rufen. Ehrlich. Brauchen Sie nicht wundern, wenn keiner anhält. Muss mal, dankeschön. Du springst auf die Straße, Kollege. Ehrlich. Junge. So, hoffen wir, das klappt jetzt, ne? Das ist in der Zeit, die man den LKW geklaut hat. Komm, steig ein. Ich bin mir irgendwie sicher, ja, passiert noch was. Perfekt, geschafft. Gut, jetzt sehen wir endlich, was in diesen Kisten ist. Gute Idee. Ich hoffe, die wurden unterwegs nicht beschädigt. Ein paar Zigarren sind rausgefallen. Ja, ist halb so schlimm. Die hier ist nur krumm, also biegen wir sie gerade. Mist, ich hab's versaut. Was zum Teufel machst du? Was? Ich hab was fallen gelassen, nichts Schlimmes. Macht er. Hey, Kiste, was hast du denn in dir? Teufel! Tom, das wirst du nicht glauben! Was ist los? Was ist in den Kisten? Verdammt, denkst du auch, was ich denke? Sieht nicht unbedingt nach Zigarren aus. Und es ist definitiv kein Würfelzucker. Das sind Diamanten, und zwar verdammt viele davon. Vielleicht sind die ja nicht echt. Du weißt doch, die tauschen Zigarren gegen Spiegel und Glasperlen und so ein Zeug ein. Schätze, damit ist nur Kolumbus durchgekommen. Das sieht aus wie Diamanten, Tom. Und zwar jede Menge davon. Ich wusste doch, dass Salieri für ein paar Zigarren nicht so viel riskieren würde. Naja, anscheinend hattest du recht. Was willst du jetzt tun? Sollen wir sie einsacken? Was? Glaubst du, damit kommen wir durch? Wir können ja sagen, dass wir ein paar Kisten bei der Jagd verloren haben. Oder... Das kannst du vergessen. Das ist Schwachsinn. Leg sie wieder dahin zurück, wo du sie her hast. Ich will nicht mit einem Loch in meinem Kopf enden. Und wenn jeder von uns nur eine oder zwei nehmen würde? Das sind zu viele davon. Vorlieb. Okay, ich tue sie ja zurück. Aber was ist, wenn Salieri keine Ahnung von den Steinen hat? Ich glaube, das können wir schnell herausfinden. Wie? Sam bringt ihn gerade hierher. Da sehen wir mit eigenen Augen, ob er etwas weiß.
Bravo, Jungs, ihr habt es geschafft. Da habt ihr euch einen kräftigen Bonus verdient. Ah, eine Kiste ist kaputt, aber das macht nichts. Sieht aus, als wären die Kisten hinten drauf okay. Bravo, bravo. Boss, sollen wir die Kisten abladen und die Zigarren ins Lagerhaus bringen? Nein, noch nicht. Überhaupt, wieso solltet ihr? Das macht jemand anders. Wollt ihr jetzt auch noch im Lager arbeiten? Nichts für ungut, Jungs. Gute Arbeit. Pauly, ich komme morgen vorbei, dann können wir über den Deal sprechen, den du erwähnt hast. Okay.